Ja. Gut. Dann haken wir die Bäume. Jawohl, ein zweiter Sapling gleich mal auf Tasche. Das ist gut. Nein, aber das ist nicht die Truhe. Ja, hoffen wir mal, dass die Fackeln ausreichen. Es wird Nacht und ich will keine... Aber dem kann man doch vorbeugen. Und da draußen, ja, vor circa 6 Sekunden, was weiß ich da, hat Auto gehupt. Kaktus vielleicht auch erstmal da rein. Alles separat. Knochen können wir auch reintun. Das ist mir jetzt Wurst, ob ich den bei Tasse... Bei Tasse. Ja, bei Tasse. Ich hab den bei Tasse. Das ist ja richtig gut. Ah, genau. Das fällt mir gerade ein. Das könnte bereits die zweite Folge sein. Ich hoffe, jeder schaut das auch. Denn ab sofort werden wir etwas persönlicher. Für die fleißigen Zuschauer wissen ja bereits meinen Vornamen oder Friends. Aber ich werde jetzt persönlicher, indem ich sage, ja, ja, also Paddy ist mein echter Vorname. Ihr könnt mich ruhig Paddy nennen. Ist mir wurscht, ob ihr mich jetzt Boompower oder Paddy nennt. Ich werde von Freunden bereits teilweise noch Boompower genannt. Aber das ist mir jetzt Wurst. Ich hab's gesagt. Ich werde es jetzt auch immer bei neuen Let's Plays machen. Wie zum Beispiel beim Let's Show dann wieder später. Da muss ich mich echt langsam drum kümmern. Aber der Freund, der sich darum kümmert, war die ganze Woche jetzt krank. Ich wollte ihn nicht persönlich anrufen. Und auf Skype war er kaum online. Und ja, ich hoffe mal, dass er nächste Woche wieder da ist. Gute Besserung, sollte er das sehen, was ich nicht glaube. Oder? Nein, ist mir was egal. Und deswegen konnte ich jetzt auch nicht aufnehmen und habe jetzt hier Skyblock vorgezogen. Ich werde vielleicht das irgendwie so 20... Ja, habe jetzt gerade ins Mikrofon gepustet. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Ich werde es nicht zu lange machen, 20 Folgen oder so. Und dann haben wir das auch wieder erledigt. Aber, wie ich auch schon am Anfang im ersten Part gesagt habe, weil ich gehe nicht davon aus, dass das noch beim ersten dabei ist, ich werde das nicht sehr lange machen. Vielleicht, vielleicht, wie lange? 20 Folgen oder so? Habe ich vielleicht gerade gesagt, ist mir egal. Komm schon. Na, verdammt. Ich krieg die ja eh nie wieder. So. Was war das denn? Für eine dumme Aktion. Das mit... Sollte jeder die letzte... Also, ich habe bisher ja so Stammviewer, merke ich. Und ich hoffe, die, die dieses Video schauen, haben auch meinen letzten Part von Mystery Island, der Adventure Map, gesehen. Da ist mir ja Fraps abgeschmiert, ohne dass ich es merke. Entweder war es Fraps oder meine eigene Dummheit, aber auf Fraps zu schieben ist irgendwie ganz leicht. Vor allem, wie will ich draufkommen, ohne dass ich es merke? Das ist ein Argument. Und vielleicht steige ich dann nämlich auf DXtory um. Das will ja der liebe Mega-Let's Player Kronk machen. Vielleicht mache ich das auch, weil es ist zuverlässiger als Fraps. Es ist vielleicht teurer, aber man kann auch bis zu 10, was habe ich gehört, bis zu 10 Tonspuren gleichzeitig aufnehmen. Und es ist schon extrem gut. Und ich denke mal, dann kann ich mir Order City und Fraps sparen. Das habe ich dann in einem. Und das ist doch ganz cool. 1, 2, 4, 5.
Wer jetzt denkt, ich kann nicht zählen, nein, das habe ich mit Absicht gemacht. Werden mir jetzt viele nicht glauben. Aber das. Ich wäre jetzt wegen diesem blöden Block fast von der Shift-Taste weg, wenn ich an der Kante von Skyblock hänge. Das geht gar nicht. Ich muss auf 29 FPS zurück. Das geht gar nicht. Nicht während ich Skyblock spiele und nicht während ich rumjampe. Moment, das ist doch eigentlich jetzt kein Haus. Das ist eigentlich eine Weitummantelung von dem. Dann mache ich das so. Ich belasse es hier. Machen wir hier eine kleine Kante rein. Hier machen wir dann Ausgang. Ich könnte ja eigentlich theoretisch die Fackel jetzt nehmen, dahin setzen und was ich eigentlich machen wollte, nicht rülpsen, obwohl er kommen würde. Oh, gut abgeblockt. Jetzt fühle ich mich blöd. Naja. Wow. Jetzt habe ich schon wieder ins Mikrofon gepustet. Jetzt darf ich bloß nicht hier vor dem Computer wegsacken. Das geht gar nicht. Ah, hier habe ich eine Fackel gesetzt. Da habe ich eine Fackel gesetzt. Gut, das sollte reichen. Ich wollte ja eigentlich daraus jetzt mehr Wooden Planks machen. Und daraus dann Türen. Nein, da ist die Workbench. Da drei Türen, würde ich sagen. Holzverschwendung. Nein, es dient der eigenen Sicherheit. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Passt wunderbar. So. Oh Mann, mir schwirrt gerade die ganze Zeit so ein Ohrwurm da im Ohr rum. Sollte ich ihn vielleicht mal rausnehmen? Ha, 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 ha. Toll. Essen wird knapp. Ich habe ja nicht mal Zombie-Hände oder irgendwie sowas. Blöd, ne? Richtig blöd. Ja, eigentlich ist das jetzt eine sehr gute Frage, ob ich jetzt wirklich auch schon ein Höllenportal machen will. Also nicht jetzt, sondern ja gut, ich bräuchte eigentlich dafür mehr Keys, dass ich irgendwie ein Flint and Steel oder sowas mache. Ich habe zwar jetzt dieses Forgetter da, wo ich auch die Idee mit der Cobblestone-Maschine her habe. Habe ich gesehen. Und die Idee von Buttercake, das Feuer so. Es schneit! Das passt gar nicht. Draußen ist Sommer. Okay, gut, ist gerade ein Sommergewitter bei uns hier im Ort. Oder bei mir hier. Ich weiß ja nicht, ob ihr wirklich auch bei mir im Ort wohnt. Aber hier war gerade ein Sommergewitter. Und da war zweimal kurzzeitig der Strom weg. Fernsehen hat es mehrmals abgekackt. Und ein Donner. Oder ja, so ein Wuff. Ich glaube, Donner, ja, Donner war es. Gut, dass wir noch genug Cobblestone geschafft haben zu farmen. War so nah, dass. Das war wirklich extrem. Zu extrem, meiner Meinung nach. Weil da hat es wirklich schon gebebt, leicht. Also die Erde hat wirklich schon gebebt. Oh, wir haben noch eine zweite. Hehe. Und das war nicht wirklich schön. Weil ich nämlich dann schätzen würde, dass es im Umkreis von. Ach, was weiß ich. Ich kann das noch nicht abschätzen. 500 Meter, der eingeschlagen ist. Naja.
Gut. Meine Güte. Skyblock finde ich jetzt nicht wirklich gerade das Spannendste, wenn man mal ehrlich ist. Aber man kann halt, man hat halt wirklich nur diese paar Anfangsmöglichkeiten. Also es ist von vornherein bestimmt, du brauchst am Anfang eine Cobblestone-Maschine. Jetzt in der 2.1, du bahnst dir deinen Weg nach da drüben. Dann baust du ein Haus. Aber dann macht jeder verschieden weiter. Irgendwie. Der eine versucht, was weiß ich hier, sofort so eine Monster-Spawning-Etage dazu bauen. Andere versuchen sofort ein Feld zu holen, so wie es ich wahrscheinlich machen werde. Und ja. Aber am Anfang ist es wirklich klar strukturiert. Haus bauen, warten. So, Treppe nach oben. Dann zumachen. Ja. Das ist gut zugemacht. Ich will Cobblestone sparen, also weg da. So und so. Und dann machen wir natürlich noch so und so. Und so und so und so und so und so und so. Und dann am besten gleich noch so, 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 so. So, so, so. So, 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 so. 1, 2, so. 1, 2, so. Und ich wollte es doch eigentlich offen lassen, weil ich bin nämlich total behindert. Und blöd und dumm und was weiß ich hier. Und wenn ich noch einmal so sag in diesem Let's Play, dann so. Ja. Dach, Dach, Dach. Dach, Dach. Dach, Dach. Jetzt. Und jetzt kann man auch hier auf den Bäumen rumspringen. Soll ich Ich wollte schon sagen, wie will ich jetzt wieder runterkommen? So. Geht ja ganz easy, ne? Dann bauen wir mal hier ein bisschen weiter. Nicht viel. Ach, ausgerechnet jetzt gehen mir die Cobblestones wieder aus. Und es geht schon wieder. Gut, dass ich weiß, welcher Block da wirklich gemeint ist. Also, da werden wir mal so circa noch ein 4x4 Feld machen. Dass wir einfach noch ein bisschen Lager und Wohnbereich haben und so weiter. Nicht viel. Halt nicht einfach, dass es so, ja, eine große Wand mit Dach mit einem Block Abstand zur Cobblestone-Maschine. Jetzt lasse ich es erstmal bei den 19. Vielleicht hätte ich noch gerne einen 20er gehabt, aber Wurst. Verdammt, es wird ein 5x4. Nein, dann muss es ein 5x5 werden. Und ich habe einen Cobblestone zu wenig. Das wäre ja genau der 20er gewesen. Komm her. Cobblestone. Und Platz. Dann. Dann. Boah, heilige Makrele. Wenn ich jetzt schon aufhöre, dann. Es ist jetzt nicht so, dass es heißt, ja, warum quälst du dich ab? Es macht dir keinen Spaß. Es ist einfach so, also ich habe zwar gesagt, Skyblock macht nicht so Spaß, aber Minecraft allein macht schon richtig süchtig. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Ist richtig. Und es macht Spaß, Minecraft, und ich werde es auch weiter zocken. Aber Skyblock ist was Nettes für zwischendurch. Es muss nicht andauernd sein, aber jetzt so zwischendurch immer mal wieder ein bisschen. Ich werde so versuchen, ungefähr so viel Folgen zu machen, bis, ja, dass es ungefähr bis Mittwoch reicht, weil ich nehme Samstag auf. Wie gesagt, auf den letzten Drücker, habe kein Material mehr, weil
gestern, erstens mal gutes Deutsch und zweitens mal heute Morgen. Nein, nicht heute. Doch, heute Morgen ist ja die letzte Folge dann rausgekommen von Mystery Island und ja. Deswegen mache ich immer alles auf den letzten Drücker. Es ist doch praktisch, ne? Und vor allem auch so weitsichtig.